So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension von Vienna von Johannes Schmiedauer König, erschienen bei Schmidt Spiele, ist für 3 bis 5 Personen, soll so ungefähr eine halbe Stunde dauern. Das hier ist das Spiel einmal aufgebaut. Wie man hier sieht, zumindest in der Nahaufnahme, finden wir auf allen Feldern irgendwelche Zahlen drauf, die eben langsam aber sicher ansteigen und immer höher gehen. Und wer sich so ein bisschen mit Spielen auskennt, der kennt das von Spielen wie Kingsburg oder ähnlichem. Also die generelle Spielidee ist relativ ähnlich. Wir haben halt Würfel, mit denen würfeln wir zu Beginn. Dann setzen wir die auf irgendwelche Felder, führen dann die Aktionen durch und machen dadurch im Idealfall Punkte. Also ne, alles, was wir tun wollen, ist Punkte zu bekommen. Sobald irgendein Spieler die 25 Punkte erreicht hat, ist das Spiel zu Ende. Dann findet am Ende noch eine Sonderwertung statt. Es gibt hier so Symbole, wenn man da Mehrheiten hat, dann bekommt man dafür nochmal Punkte. Und wer dann nach dieser Sonderwertung am Ende die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Punkte bekommt man im Spiel zum Beispiel, wenn man hier so ein Feld aktiviert, da würde ich 3 Geld abgeben, um dafür 3 Punkte zu bekommen. Oder hier auf dem Feld würde ich einfach 2 Punkte und ein Geld bekommen und so weiter. Ich werde euch jetzt einfach mal so 1-2 Runden vorspielen, dabei die Regeln und die Felder erklären. Das ist wirklich vom Grundprinzip her sehr, sehr einfach. Ich spiele heute mit Skipper und Dave. Dave hat, damit man es besser zuordnen kann, die gelben Würfel aus offensichtlichen Gründen, während Skipper die schwarzen hat. Zu Spielbeginn sucht man sich von diesen Startkarten eine aus. Die besagt jetzt einfach, dass Dave schon mal 2 Geld hat und hier jeweils die entsprechenden Symbole, die man später für irgendwelche Wertungen braucht. Skipper hat halt die Karte genommen, wo er gleich 3 Geld bekommt. Das heißt, er startet mit 3 Geld. Und ich habe mir dann die ausgesucht, wo ich auch mit 2 Geld starte, aber dafür bei den Kronen und Kreuzen führe. Wichtig ist eben, dass es ein Spiel ist, das erst ab 3 Leuten funktioniert. Das ist offiziell zu zweit nicht freigegeben, was ich immer mutig finde und aber auch gut. Also das, man könnte sicher sagen, das Spiel kann man auch zu zweit spielen, aber so richtig Sinn macht es erst ab 3 Leuten. Wenn man nur zu dritt in der Minimalbesetzung spielt, dann hat man 5 Würfel. Ansonsten hätte man 4 Würfel, wenn man zu viert oder fünft spielt. Und da Skipper jetzt Startspieler ist, fängt er einfach mal an und würfelt die Würfel und kann jetzt schon gleich seinen ersten Zug planen. Er hat jetzt 3 mal eine 2, einmal eine 1, einmal eine 5 gewürfelt. Das heißt, er kann entweder auf die 5 gehen, auf die 1, auf die 2 oder er kann die auch beliebig kombinieren, kann da eine 4 draus machen, kann da eine 3 draus machen, kann da eine 6 draus machen, kann da eine 7 draus machen und sich dann überlegen, auf welches Feld er geht. Prinzipiell gehen die vollen Nummern immer hoch, also 1, 2, ne, habe ich vorhin schon mal gezeigt. Es wird einfach immer höher, während hier ganz unten dann die 12 ist. Und wichtig ist, ne, wir sind hier quasi in Wien und werden dann mit der Kutsche so lang gefahren und kommen dann schließlich hier in einem anderen Rundenende immer. Und dementsprechend können wir auch immer nur Würfel in dieser Richtung hier legen, außer wir bestechen den Kutscher mit einem Geld und sagen, fahr doch nochmal zurück, dann kann man auch irgendwo anders nochmal einen Würfel hinlegen. Aber dafür braucht man eben ein Geld und Geld ist natürlich bei diesem Spiel absolute Mangelware. Und das heißt, Skipper könnte jetzt sagen, er nimmt zum Beispiel eine 2 und setzt die auf dieses Feld. Das wird dann noch nicht abgehandelt. Erstmal platzieren wir alle nur unsere Würfel. Das heißt, jetzt wäre Dave dran. Der würfelt jetzt erst. Wir würfeln nicht alle gleichzeitig. Hat hier 2 Sechsen, eine 5, eine 3 und eine 2 gewürfelt. Und kann sich jetzt überlegen, was er gerne machen möchte. Und er könnte mal sagen, er nimmt seine 3 und setzt sie auf dieses Feld hier. Das kann man mit einer 3 oder einer 4 aktivieren. Und jetzt bekommt er diese Karte hier, die sorgt einfach dafür, jede 1, die man dann würfelt, kann man auf diese Karte legen und kann die dann zu einer beliebigen Zahl machen. Die bekommt er jetzt noch nicht sofort, die bleibt erstmal hier noch in der Auslage liegen. Die bekommen wir erst dann, wenn die Aktionen alle abgehandelt werden. Das ist was, woran man sich gewöhnen muss. Wir platzieren den Würfel und warten dann erstmal, handeln die Aktionen nicht sofort ab. So, dann wäre ich dran, der blaue Spieler. Ich habe jetzt hier dieses Würfelergebnis, ne? Im Prinzip eine Straße, auch geil, eine Straße gewürfelt. Was eben auch noch wichtig ist zu wissen, man kann Geld benutzen, um irgendwelche Aktionen zu bezahlen, falls man das machen muss. Ne? Hier zum Beispiel müsste ich 3 Geld ausgeben. Ich kann einen Kutscher damit bestechen, um wieder zurückzugehen. Oder ich kann ein Geld ausgeben, um einen Würfel um 1 hochzudrehen oder 1 runter, also eine 14, eine 5 oder eine 3 machen. Oder um eine beliebige Anzahl meiner Würfel nochmal neu zu würfeln. Also wenn mir das Ergebnis gerade gar nichts bringt, dann kann ich sagen, doof will ich alles nicht. Aber ich könnte sagen, ich nehme meine 3 und setze sie auf den Naschmarkt. Da bekomme ich dann später 2 Geld. So, dann ist Skipper wieder dran. Skipper sagt sich, er geht gleich meine erste Runde volles Risiko, nimmt die 5 und setzt sie einfach mal hier auf die Universität, wo er später diese Karte bekommt, wo er noch einen zusätzlichen weißen Würfel bekommt. So, das sind ja Daves Ergebnisse. Dave sagt sich jetzt, neue Charaktere sind toll und setzt seine 6 mal hier drauf. Was das macht, erkläre ich gleich. Dann bin ich dran. Ich würde sagen, boah, ich will auch einen Charakter, setze meine 6 hier drauf. Und jetzt sehen wir hier, Skipper ist auf der 5 oder 6. Das heißt, er kann nur noch eine 6 benutzen oder höher. Hat aber nur 2, 2, 1. Man darf nur maximal 2 Würfel legen. Er dürfte jetzt nicht, wenn er hier noch irgendwie
eine 4 hätte das zu einer 8 kombinieren. Aber er hat ja 3 Geld, also sagt er sich, ich gebe mal ein Geld aus und würfel einfach alle 3 nochmal neu und würfel jetzt bestimmt richtig gut. Hm, naja, geht auf jeden Fall besser. Aber er kann da immerhin ja eine 7 draus bilden, also legt er die 7 mal hier drauf. Damit ist das Feld eben auch blockiert, ne? Auf jedes Feld nur ein bestimmter Würfel. Dann wäre Dave dran, er legt seine 2 und 6 hier auf dieses 8er Feld. Da braucht er 3 Geld. Er hat momentan nur 2 Geld, aber das Problem klärt er gleich. Dann bin ich dran. Ich könnte jetzt vielleicht nichts Sinnvolles mehr machen, also kann ich sagen, ich setze alle 3 Würfel hier drauf. Dann ist hier ein Blitz, das heißt, die Aktion wird sofort ausgeführt. Und wenn man immer auf den Geheimbund Würfel setzt, dann bekommt man Geld, für jeden Würfel ein Geld, also bekomme ich 3 Geld und habe jetzt 5 Geld. So, das gleiche macht Skipper auch, nimmt sich also auch ein Geld und Dave braucht ja 3 Geld, hat nur 2 Geld, also tut er das gleiche und damit, ne, nirgendwo liegen mehr Würfel rum. Das heißt, jetzt handeln wir das Ganze ab, hier steht der Gendarm, der wird nur eingesetzt, wenn jemand hier auf das Einserfeld geht. Und dann würde man den irgendwo hinstellen können und würde halt sagen, so, dieses Feld ist jetzt für diese Runde blockiert, solange da noch kein Würfel liegt. Das heißt, wir gehen das mal der Reihe nach durch. Skipper würde jetzt die Startspielerkarte bekommen, die hat er schon, also bekommt er einfach nochmal ein Geld aus dem Vorrat und der Würfel kommt dann wieder zurück. Dann sind wir hier auf dem Naschmarkt, das heißt, ich bekomme jetzt 2 Geld und ertrinke gerade in Geld, bekomme auch meinen Würfel wieder zurück. Jetzt bekommt Dave diese Karte hier, die einfach sagt, dass er aus allen Einsen beliebige Jokerzahlen machen kann. Wenn er die dann würfelt, bekommt auch den Würfel wieder zurück. Der Rest hier haben wir nicht gemacht. Das heißt, jetzt bekommt Skipper noch diese Karte, wo er noch nächste Runde einen weißen Würfel zusätzlich bekommt, wo er mit würfeln kann. Das ist die hier. Dann ist Gelb dran. Gelb darf sich jetzt eine Personenkarte nehmen. Da guckt man hier. Hier liegen immer 2 offen aus. Und da kann man jetzt überlegen, was man gerne haben wollen würde. Und er sagt sich, okay, ich nehme die hier. Die bringt mir 2 Kronen. Prinzipiell sind die Kronen immer das Wertvollste. Aber das kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Legt die dann zu seinen anderen Karten. Die kann man dann auch immer so ein bisschen übereinander legen, dass man halt nur die Symbole sieht. Das ist eigentlich alles, was man sehen muss. Das kostet aber ein Geld, das war gerade vom Würfel verdeckt. Also muss Skipper jetzt ein Geld abgeben. Damit hat er schlecht geplant. Das passiert gerade in der ersten Runde mal. Weil jetzt komme ich. Ich habe mich halt hier hingelegt. Das heißt, ich gebe von meinem ganzen Geld, das ich habe, auch noch 1 ab. Habe jetzt aber nicht mehr so die Auswahl. Das heißt, ich muss jetzt den hier nehmen. Leg den zu meinem Startmenschen, habe jetzt immer schon 2 Kronen, 1 Kreuz, 1 Zylinder und bekomme auch den Würfel wieder. Dann gucken wir weiter, dann ist Skipper dran. Skipper bekommt einfach für die 7 jetzt 2 Siegpunkte, das heißt, es sind die ersten 2 Siegpunkte im Spiel und ein Geld. Die Siegpunkte werden einfach hier festgehalten. Hier ist auch immer angegeben, wenn wir zu dritt spielen, starten wir hier und haben eben nicht 4, sondern 5 Würfel. Würden wir mit 4 Leuten spielen, würden wir hier starten und würden wir zu 5 spielen, würden wir sogar hier starten. Das heißt, die Spiele dauern dann immer nicht so lange, weil man weniger Punkte braucht. So, Dave bräuchte jetzt 3 Geld, um an 5 Punkte zu kommen. Hat er leider hier ausgegeben, hat er nicht dran gedacht. Das heißt, da ist er jetzt ein bisschen gearscht, weil ja, jetzt bekommt er die 5 Punkte nicht, hat zwar die 2 Geld noch, aber das hätte er natürlich lieber anders gehabt. So, den Rest des Weges ist nichts mehr. Hier hinten liegen noch die Würfel, die bekommen wir dann auch quasi wieder zurück. Und dann würde die nächste Runde losgehen. Wir sehen, dass Skipper immer noch der Startspieler ist. Also würfelt er wieder zuerst. Er hat jetzt ja sogar den weißen Würfel. Also nimmt er alle 6 Würfel, die er jetzt hat, würfelt und muss sich dann zuerst entscheiden, was er jetzt diese Runde machen möchte. Das heißt, er könnte mal versuchen, seinen Pasch zu nehmen. Er hat ja 2 Zweier und die hier auf dieses Feld zu legen. Da bekommt er am Rundenende, wenn wir da sind, 2 Geld und für jede Karte, die er vor sich liegen hat, 1 Punkt. Das heißt, er möchte natürlich diese Runde versuchen, die Karten möglichst zu behalten oder sich gar noch neue dazu zu holen. So, dann kommt Dave. Dave nimmt seine Würfel, würfelt und hat jetzt eine 1, 2, 3 und 2 Fünfen gewürfelt. Das heißt, er kann schon mal sagen, weißt du was, Skipper, nicht mit mir. Ich hole mir gleich die Startspielerkarte und bekomme dann auch ein Geld für. Dann bekommst du schon mal einen Punkt weniger. So, und dann bin ich wieder dran. Ich trinke gerade Geld. Also ich kann eigentlich geldmäßig machen, was ich möchte diese Runde. Also könnte ich mir vielleicht gleich zu Beginn schon mal die wichtigen Felder sichern und mich vielleicht diesmal schon gleich auf die 8 setzen. Dafür brauche ich 3 Geld, die kann ich mir so ein bisschen beiseite legen. Jetzt werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Geld brauchen, um noch weiter hinten irgendwo was hinzulegen, aber das sind einfach mal 5 Punkte, die ich wahrscheinlich sicher habe, außer ich gebe mein Geld jetzt irgendwie unnütz vorher noch irgendwo für aus. So, dann Skipper. Skipper hat ja auch relativ viel Geld, er hat das gewürfelt, also gibt Skipper jetzt mal ein Geld aus und macht aus dieser 1 eine 2 und legt die hier auf dieses Feld und bekommt dann eine Karte, wofür er am Ende der Runde auf jeden Fall einen Punkt bekommt.
So, was ich jetzt dabei vergessen habe, wir sind ja schon ein bisschen in der Zukunft, da ich das Skipper hier schon gleich hinten Würfel hingelegt hat, muss er jetzt, um hier einen Würfel zu platzieren, auf jeden Fall ein Geld abgeben. So, Dave braucht ganz dringend Geld, deswegen legt er hier mal die 3 drauf, um einfach an 2 Geld zu kommen. Und ich finde ja, dass Siegpunkte was Schönes sind, danach bin ich zur Pleite, aber dann setze ich meine 5 einfach mal da drauf. Das ist natürlich immer das Problem, man kann das machen, aber dann hat man natürlich immer weniger Würfel zur Verfügung. Gerade für niedrige Zahlen lohnt sich das vielleicht eher nicht, weil das würde man eher bei hohen Zahlen machen, aber manchmal geht es einfach nicht anders. Dann macht man halt nur 2 oder 3 Sachen pro Runde oder nur 2 Sachen, aber wenn sich das lohnt, ist es auf jeden Fall gut. Und jetzt ist Skipper wieder dran. Skipper will ja Karten haben, also setzt sich hier hin, muss dafür wieder ein Geld abgeben, aber hat jetzt schon mal 2 Karten diese Runde sicher, also 2 Geld und 2 Punkte, das ist doch ein ganz guter Schnitt. Dave kann sich jetzt mal hier die 7 sichern. Ich lege meine 3 einfach hier drauf, bekomme dafür ein Geld. Und Skipper könnte jetzt die beiden 4 hier auf die 8 legen. Das würde ihm nicht so viel bringen. Da werden die Symbole miteinander verglichen. Das gucken wir uns nächste Runde mal an. Und er könnte die auch hier legen, um dafür einfach 2 Geld zu bekommen. Aber er legt sie einfach mal auf den Tiergarten. Was der macht, gucken wir uns gleich an. So, der letzte noch Würfel über hat ist Dave. Dave legt seine gelbe 5 da drauf, bekommt dafür sofort ein Geld. Und jetzt kommen wir dann wieder zur Auswertung. Das heißt, erstmal wird Dave in der nächsten Runde der neue Startspieler. Also nimmt der Skipper die Karte weg und legt die bei sich selbst hin. Dann hier diese Karte, wo man Doppel einsetzen machen darf. Also ich darf 2 Würfel auf einmal einsetzen. Die bekommt jetzt Skipper, da freut er sich natürlich drüber. Dann bekommt Dave einfach 2 Geld, da freut er sich auch so ein bisschen drüber. Dann gucken wir weiter. Hier bin ich jetzt dran, ich muss jetzt einfach 3 von meinem Geld abgeben, um dafür 3 Punkte zu bekommen. Die markiere ich mir hier oben, damit führe ich jetzt gerade. Dann nehme ich mir die Würfel auch wieder. Jetzt darf sich Skipper wieder eine Karte holen, und zwar die, die er schon hat. Die behält er einfach, die kann ihm keiner wegnehmen, dass er noch einen extra Würfel hat. Und dann ist das nächste, was hier abgehandelt wird, hier die 7 in der Hofreitschule. Das heißt, da bekommt Dave jetzt 2 Punkte und ein Geld. Hat jetzt also auch nicht gerade wenig Geld. Und ich schließlich kann dann hier unten jetzt 3 Geld ausgeben, die habe ich Gott sei Dank noch über und bekomme dafür einfach mal 5 verdammt fette Punkte. Das heißt, ich bekomme jetzt hier von 3 auf 8, das ist schon mal ungefähr so ein Drittel vom Sieg, das ist natürlich nicht schlecht. Aber es geht ja noch weiter, dann werden nämlich die Würfel hier hinten abgehandelt. Hier hat Schwarz ja jetzt Würfel hingelegt und der Tiergarten heißt einfach Claudia von einem Spieler 3 Geld oder Claudia von 2 Spielern 1 Geld. Da muss man mal gucken, ob man vielleicht Leute damit wirklich gezielt schaden kann. Und momentan sehen wir hier, ich habe 1 Geld. Ich wäre danach komplett pleite, aber bei Dave gibt es fette Beute zu holen. Also sagt er natürlich, Dave, lass mal rüberwachsen, habe ich wieder gut Kohle. Jetzt hat Skipper 5 Geld für die nächste Runde, Dave nur noch 3 leider. Der ist natürlich ein bisschen traurig und ich habe nur meinen Einteiler hier. Das ist natürlich nicht so super geil. Dann gibt es auch die Würfel hier wieder zurück. Und ne, jetzt bekommt Skipper nochmal 2 Geld, ist also richtig reich. Und pro Karte, die er hat, bekommt er 1 Punkt. Und er zählt nicht diese Karten zu, sondern nur diese Sonderaktionskarten, davon hat er 2. Also bekommt er auch nochmal 2 Punkte, hat jetzt immerhin schon 4. Viel Geld, viele Karten, das ist für die nächste Runde natürlich nicht verkehrt. So, die Würfel hier hinten, den gibt es auch wieder, was ich gerade noch vergessen habe, was aber diese Runde komplett unwichtig war. Hier wären wieder 2 neue Charaktere hingekommen. Da die jetzt diese Runde niemand gekauft hat, ziehen die beleidigt wieder ab und gehen weg und sind quasi aus dem Spiel. Das heißt, in jeder Runde kommen hier immer komplett neue Charaktere hin. Und jetzt zeige ich euch nochmal die letzte Runde, erkläre dabei alle Felder, die ich bisher noch nicht benutzt habe, entweder indem ich sie benutze oder nochmal kurz was dazu sage. Und dann reicht das eigentlich. Ich glaube, dann wisst ihr, wie dieses Spiel abläuft, wie so das generelle Spielgefühl ist, was man so macht. Und dann können wir vielleicht kurz zum Fazit übergehen. So, das heißt, diese Runde hat Dave die Startspielerkarte. Das heißt, er würfelt jetzt erstmal, hat natürlich keine 1 gewürfelt, was ein bisschen doof ist, weil er natürlich die Karte hat, wo er Einsen zu jeder beliebigen Zahl machen kann. 2 Sechsen, 2 Fünfen, 1 3. Ich glaube, das sieht man hier mal ein bisschen schlecht. Ja, nicht so super viel Geld. Daran kann er erstmal was ändern, indem er sich hier auf die altbekannte 3 setzt und dann gleich 2 Geld bekommt. Dann wäre ich als nächstes dran, würde würfeln. Boah, das wäre auf jeden Fall ganz okay. Das heißt, ich könnte vielleicht erstmal sagen, ja, ich nutze einfach mal die 1, setze hier auf dieses Feld, bekomme jetzt sofort ein Geld oder einen Punkt. Geld ist natürlich verlockend, aber Punkte habe ich ja schon so viele, dann nehme ich natürlich gerne noch mehr. Und den Gendarm kann ich jetzt auf irgendein Feld versetzen. Da kann ich mir natürlich überlegen, was diese Runde irgendwie am sinnvollsten ist. Und da ich ja sehe, dass Skipper nicht so wirklich viele Karten hat, da kommen wir gleich zu, denke ich, und er hat richtig viel Geld, denke ich natürlich, er wird hier die Hofburg benutzen, weil da gibt es einfach viele Punkte für auch dementsprechend viel Geld. Und ich selbst werde das diese Runde wohl nicht benutzen können. Also sage ich, Hofburg, diese Runde gesperrt. Da ärgert sich Skipper jetzt natürlich. Ich
hoffe, ich komme bei den Namen Dave und Skipper nicht durcheinander. Wie ihr seht, die sehen sich unwahrscheinlich ähnlich. Da wer soll das auseinanderhalten? So, dann wäre Skipper jetzt aber auch dran, nimmt seine Würfel und guckt mal, oh, wieder recht hoch. Das ist natürlich prinzipiell immer, aber er hat auch Geld. Also eigentlich kann er das ruhigen Gewissens machen. Er darf übrigens diese 6 hier nie alleine einsetzen, weil dann weiß man ja nicht, wem die gehört. Natürlich sieht man, wer die entsprechende Karte hat, aber der muss immer mit einem anderen Würfel zusammen eingesetzt werden. Das heißt, er könnte sagen, Leute, das gefällt mir alles nicht, ich will auf die 6, ich will auch mal so einen Charakter haben. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das diese Runde wichtig wird. Und das gleiche sagt sich Dave auch, womit ich auf diese beiden Felder hier nicht mehr gehen kann. Die sind eigentlich auch nur im Spiel mit mehr Leuten wichtig. Also man kann sich zwar hier draufsetzen, da kostet das Ganze nichts, aber da sind vielleicht auch schon alle Charaktere weg. Hier sind prinzipiell immer so viele Charaktere ausgelegt wie Spieler mit Spiel minus 1. Also im 5-Personen-Spiel liegen hier 4 Leute. Dann können auch wirklich alle 4 gekauft werden. Aber im Spiel zu dritt liegen hier eben nur 2 Leute auf, weswegen die Felder dann auch dementsprechend uninteressant werden. So, und dann bin ich dran. Ich könnte sagen, okay, nächste Runde würde ich gerne Startspieler werden. So, ein Skipper sagt sich jetzt, wisst ihr was, ich hole mir die, man weiß nicht, an wen sie erinnert, Kaiserin in Österreich, Viva la Mama, dafür muss sein Kutscher halt auch wieder bestechen, weil er war eigentlich schon hier, ist nochmal umgedreht und sitzt jetzt hier, das heißt, dafür zahlt er ein Geld zurück in die Bank. Und Skipper nimmt jetzt hier seine 5, zahlt ein Geld in die Bank, macht dann da eine 6 draus und blockiert dann hier mal die 12, was Skipper jetzt so ein bisschen ärgert, dass Dave da drauf gegangen ist, aber so ist es halt und ich gucke mir das Ganze ganz entspannt von hinten an und hole mir erstmal nochmal diese Joker-Karte hier, wo ich eben aus Einsen die beliebige Zahl machen kann. Wie wir bisher gesehen haben, hat das nicht so wirklich viel gebracht, aber jetzt ist Skipper dran, der hat noch relativ viele Würfelergebnisse. Übrigens hätte er diese Karte hier gehabt, das heißt, er hätte, wenn er das gewollt hätte, gleich die beiden Sechsen blockieren können mit dieser Karte und sich die beiden Charaktere holen können. Hat er nicht dran gedacht, jetzt ist es zu spät, jetzt sind die Felder schon blockiert. Das heißt, er sagt, wisst ihr was, ich nehme mal hier ein Geld, gebe das zurück, mache dann hier eine 5 draus und gehe dann einfach mal hier auf die 11. Das ist doch eigentlich super gut. So, Dave nimmt einfach seinen letzten Würfel und holt sich sofort ein Geld zurück aus der Bank. Ich habe noch 2 Würfel über, eine 6 und eine 4. Gucken, habe ich schon irgendwo Geld bekommen? Ja, habe ich. Dann hole ich mir doch einfach hier oben nochmal 2 Punkte. Und dann ist hier jetzt... Und dann darf Skipper nochmal und Skipper sagt sich jetzt, na, irgendwie ist das alles schon so ein bisschen doof. Er gibt einfach mal ein Geld aus, tut das in die Bank und würfelt dann nochmal neu. Hat jetzt eine 6, das heißt, er gibt nochmal ein Geld aus. Ich hoffe, das passt jetzt. Macht er dann eine 4 draus und legt das Ganze hier auf die 7. Dave hat nichts mehr, ich habe noch eine 6. Die kann ich jetzt zum Beispiel, könnte ich mir hier diesen wunderschönen Zusatzwürfel holen und dann sind wir durch. So, da jetzt, ihr wisst, wie das Spiel abläuft, nochmal der Reihe nach. Das hier wurde gleich abgehandelt, das heißt, den Würfel bekomme ich wieder. Hier auf dem Feld bekomme ich auch sofort ein Geld, wenn ich da mit 1 drauf gehe. Darf dann aber aus einem beliebigen anderen Würfel irgendeine beliebige andere Zahl machen. Das macht einen also sehr flexibel. Dann hier bei der 2, da bekomme ich jetzt ein Geld und die Startspielerkarte. Juhu, ich bin das nächste Mal Startspieler. Hier bei der Oper, da ne, wird man einfach nur einen Punkt bekommen. Hier würde man eben die Karte bekommen, wo man so einen Doppelzug machen kann. Hier bekommt Dave jetzt 2 Geld, einfach, dass er da bei der 3 was hingelegt hat. Die nimmt man sich dann aus der Bank. Dann das nächste auf dem Heldenplatz. Da bekomme ich jetzt diese Joker-Karte, dass ich aus einer 1, wenn ich sie würfe, jede beliebige Zahl machen kann. Hier bei dem Parlament, da muss ich jetzt 2 Geld abgeben, quasi mein letztes Geld, und bekomme da aber einfach 2 Punkte für. Das heißt, ich habe schon 11, also es läuft gar nicht so schlecht für mich. Dann gibt es hier das Burgtheater, da holt man sich dann, naja, wer mir sagen kann, welche Kaiserin oder Königin oder was auch immer das hier ist, keine Ahnung, woran die erinnert, kann mir ja gerne einen Kommentar schreiben. Die bekommt jetzt Skipper und bekommt da auch den Würfel zu. Ne, das hier ist ja auch wieder selbsterklärend, 3 Geld abgeben, um 3 Punkte zu bekommen. Hier bekomme ich die Karte, dass ich nächste Runde dann noch einen Würfel mehr habe. Dann geht's weiter. Hier muss jetzt Skipper ein Geld bezahlen, um sich irgendeinen Charakter zu holen. Und das macht er doch mal. Er gibt, hat jetzt nicht mehr so super viel Geld. Er hat hier 3 Geld, gibt einen davon ab und holt sich dann mal diesen Kardinal hier, um einfach mal richtig viele Kreuze zu haben. Dave kann sich jetzt hier auch einen Charakter holen für ein Geld. Er hat gerade irgendwie auch Geld ohne Ende, also muss er sich jetzt den nehmen, der hier noch übrig geblieben ist. Dann freut sich Skipper, dass er einfach
ein Geld und 2 Punkte bekommt. Nur Kleinvieh macht auch Mist. Das Ding hier ist gesperrt, das kennen wir ja. Dann kommen jetzt diese Wertungen hier, da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein, weil das kommt hier hinten bei der 12 nochmal. Das heißt, erstmal freut sich jetzt wieder Skipper, dass er hier im Schloss Schönbrunn einfach ein Geld bekommt und nochmal 3 Punkte. Damit hat er jetzt schon 9 und ich habe 11, also ist er gut wieder rangekommen. Und jetzt kann Dave so eine Personenwertung machen. Und zwar guckt er sich dazu seine Karten an. Das hier sind die Karten, die er hat. Und jetzt wird so ein bisschen wie bei Seven Wonders verglichen. Er kann sich jetzt eine Symbolart aussuchen. Also er kann sagen, entweder Kronen oder Kreuze oder diese Typen mit Zylinder. Und dann geht es im Prinzip nach der Skala. Also hat er weniger Zylindertypen als sein rechter und linker Nachbar, bekommt er jeweils gar nichts dafür. Hat man genauso viele wie der rechte und linke Nachbar, bekomme ich jeweils für den rechten ein Geld und für den linken ein Geld. Und habe ich sogar mehr als mein rechter und linker Nachbar, bekomme ich dafür jeweils 2 Punkte, also 4 Punkte. Könnte aber auch sein, dass ich einfach nur 2 Zylinder, also einen Zylinder mehr habe als mein rechter Nachbar, aber weniger als mein linker. Dann würde ich einfach nur 2 Punkte bekommen. Also man guckt immer rechts, links, was erfüllt man davon und dann bekommt man das einfach an Punkten. Das heißt, hier kann er sich aussuchen, was gewertet wird, muss aber bei der Wertung dann eine Münze abgeben. Das macht er aber gerne und er sagt natürlich die Zylinder, weil Dave hat 1, 2, 3 Zylinder. Wir gucken mal bei mir, ich habe 1 Zylinder, das heißt, dafür würde er jetzt schon mal 2 Punkte bekommen. Und Skipper hat auch nur 2 Zylinder, das heißt, das sind nochmal 2 Punkte, also würde er jetzt dafür 4 Punkte bekommen. Und da freut er sich natürlich, weil Punkte hat er noch nicht so viele, jetzt hat er ein bisschen wieder aufgeholt. Dann kriegt er auch den Würfel wieder zurück und dann wird man eben gucken, ne? Ich bin jetzt diese Runde Startspieler, wir würden das Ganze wieder von vorne machen. Das mache ich jetzt nicht bis zur Vergasung, das mache ich jetzt nicht komplett, weil ich denke, das reicht, um einen Eindruck von diesem Spiel zu bekommen. Es gibt ja unterschiedlichste Arten, Punkte zu sammeln. Man kann einmal versuchen, einfach auf Geld zu gehen und sich dann immer die Felder zu holen, wo man einfach Punkte entweder sogar geschenkt bekommt oder eben dafür bezahlt. Man kann versuchen, hier an die Charaktere ranzukommen und dann diese Wertung oft durchzuführen. Da kann man sogar, wenn man die Kreuze vergleicht, auch nochmal extra Geld für bekommen. Geld braucht man irgendwie immer, deswegen ist es ganz gut, dass man hier auch zur Not einfach Würfel opfern kann, um sich Geld zu holen oder hier einfach Geld von seinen Mitspielern zu klauen. Also es gibt verschiedenste Arten, wie man an Geld kommt, wie man an Punkte bekommt. Wie gesagt, diese Charaktere mit dem Vergleichen ist eben auch immer wichtig. Wobei in meinem ersten Spiel, das ich gespielt habe, war zu dritt auf der Spielwiese in München. Ich glaube, der nachher gewonnen hat, mit deutlichem Abstand, hat einfach das Ding hier komplett ab Runde 2, glaube ich, ignoriert, weil wir waren da halt, haben uns gleich Charaktere geholt, er hatte da keinen Zugriff drauf. Also hat er gesagt, wisst ihr was, ich versuche irgendwie anders Punkte zu machen und das hat auch ziemlich gut geklappt, weil wir dann hauptsächlich auf diese Charaktere gegangen sind, weil wir auch natürlich dachten, weil es seltsame Spiele sind, Sets natürlich immer super stark. Nee, wenn man einfach sich sonst irgendwie an seine Punkte kommt, er hat das auch oft hier gemacht über, dass man einfach viele Karten haben muss, dafür Punkte bekommt, sich dann hier irgendwie mal zwischendurch Punkte geholt, auch vielleicht bei der 7 oder so und das geht dann schon ganz gut. Und ja, das ist Vienna, das ist, wie gesagt, im Prinzip ein Würfel-Einsatzspiel, bei dem ich halt eine Würfel gucke, was habe ich für Ergebnisse, was möchte ich damit machen. Ich kann eben mit Geld die Würfel auch noch immer manipulieren, sprich den Würfel eins hochdrehen oder eins runter. Oder aber auch ein Geld ausgeben und sagen, hey, die Würfel, die ich noch habe, die gefallen mir alle nicht, ich würfel die alle nochmal neu und dann auch wieder mit restlichem Geld Würfel nochmal manipulieren. Das ist halt ganz schick. Vom Anspruchsgrad her würde ich sagen, ist das auf jeden Fall so, ja, sag ich mal, Familienstrategieniveau, also schon über Carcassonne, aber immer noch weit davon entfernt, irgendwie Marco Polo zu sein. In München wurde uns das oft so ein bisschen als Marco Polo Light verkauft. In München wurde das oft so als Marco Polo Light beschrieben. Das mag wahrscheinlich daran liegen, dass Marco Polo auch von Hans und Glück oder Schmidt, also auf jeden Fall auch von dem Vertrieb ist und dies ja den Deutschen Spielepreis gewonnen hat und eben auch ein Spiel ist, wo man mit Würfeln irgendwas macht. Aber es hat meiner Meinung nach mit Marco Polo nicht wirklich viel zu tun, sondern geht dann schon eher in Richtung von zum Beispiel Kingsburg, wobei es sich auch von Kingsburg unterscheidet, weil da kann man die Würfel ja irgendwie immer irgendwo platzieren und muss hier nicht so dieser Reihenfolge folgen und es ist schon, fühlt sich schon so ein bisschen, also wenn man viel an Spielen kennt, dann hat man da natürlich viele Elemente von anderen Spielen drin, aber wenn man jetzt irgendwie noch nicht alles gespielt hat und auch solche Art von Spielen noch nicht kennt, ist es auf jeden Fall ein nettes, interessantes Spiel, wenn man eben auf so Spiele steht, wo man so ein bisschen knobeln muss, um zu gucken, wie, mit welcher Strategie, ne, gehe ich auf die Symbole, gehe ich hier auf Geld und Punkte oder mische ich das so ein bisschen und dann eben auch Würfel mag und eben hofft, dass die passenden Ergebnisse kommen, dann ist das auf jeden Fall ein schickes, nettes, kleines Spiel. Die Regeln sind auch super, also hier ist quasi die Spielvorbereitung drauf.
Hier ist, das sind dann die Aktionen, sprich mit dem Würfel einsetzen. Hier ist dann das mit dem Auswerten erklärt. Und das war's. Also das sind so zwei Doppelseiten, die man lesen muss. Hier ist dann nur Spielende und so speziell. Also fünf Seiten hat die Regel im Prinzip. Das ist nicht wirklich viel. Und die sind auch gut geschrieben, die versteht man schnell. Und ja, ich denke, ihr habt jetzt gesehen, wie das funktioniert. Könnt daraus schon mal schließen, ob das was für euch sein könnte oder nicht. Wenn ihr, wie gesagt, so ein schickes Würfel-Strategie-Familienspiel sucht, dann ist Vienna meiner Meinung nach auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Und das war's von mir. Ich sage bis bald und tschüss.